Liebe Freunde der Freiheit, wir berichten heute hier vom 18. Verhandlungsfall im Prozess gegen Dr. Bianca Witschel. Und ihr seht es nicht nur, die Sonne strahlt heute von ihrer schönsten Seite, denn es gibt gute Nachrichten. Wir hatten heute einen Besucherrekord im Zuschauerraum. Ganze 42 Besucher waren heute da, um diesen Prozess zu beobachten. Und einer von ihnen ist Wolfgang, der extra woher genau angereist ist? Jetzt aus Pfaffenhofen, also Landkreis Pfaffenhofen, da wohne ich, in Bayern. Genau, das ist nämlich sein Gefährt hier, das er extra zu Ehren Bianca, zu Biancas Ehren umgebaut hat. Ihr seht es, den Schriftzug Freiheit für Bianca. Es war auch schon in meinem Kanal ja ein Foto. Und er neu jetzt erzählt, was hast du noch extra für heute umgebaut? Ich habe dieses Kreuz oben drauf gesetzt. Das Kreuz ist beknotet mit ungefähr so vielen FFP2-Masken, wie Bianca kriminelle Atteste ausgestellt haben soll. Also zwischen 500 und 900 Stück sind es. Und das ist ein Akt des Exorzismus für mich und eine Kunstaktion natürlich auch. Und ich bin sehr froh, dass das Ordnungsamt vorher war und hier die anderen Autos alle verwiesen hat, ne? Auf einmal... zum ersten Mal sind es hier keine Parkplätze, sondern das ist Haltefläche für den Bus, der hier ab und zu kommt, was nie bisher ein Problem war, wenn hier die Autos standen, heute dann eben schon. Ich habe mein Auto jetzt umgeparkt, ich habe direkt im Anschluss an diese Fläche, da kann man das vielleicht sehen, ja, einen lange nicht benutzten legalen Parkplatz gefunden und jetzt steht mein Auto eben so, dass man das schön sehen kann auch von allen Seiten. Da steht drauf, Jesus liebt und Jesus siegt auf den Seiten. Das ist schon seit 2-3 Jahren, seit ich damit oft in Berlin war, gegen die Maskenpflicht dort demonstriert habe. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber jetzt demonstriere ich für die Freiheit von Bianca, einer Ärztin, die halt Menschen wie mir, die keine Maske tragen können, geholfen hat und deswegen absurderweise im Gefängnis sitzt. Genau, es, wie du schon gesagt hast, es steht sehr prominent jetzt hier. Es ist auch definitiv vom Gericht auszusehen und von allen Fahrzeugen, die hier vorbeifahren. So nämlich auch die Justizbeamten und natürlich Dr. Bianca Witschel selber, die auch hier immer hin und auch wieder zurückgefahren wird. Kommen wir nun zum Prozess. Und zwar gab es neben vielen Zeugenaussagen, die fast alle, glaube ich, von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben. Natürlich auch einige, die das schon im Voraus durch ihren Anwalt haben verlauten lassen. Und da war ein ganz besonderer Fall darunter, nämlich in einem Fall war die Anwältin, die also hier einen Zeugen vertreten hat, nämlich Beate Barner. Diese ist uns ja allen schon sehr gut bekannt als eine Rechtsanwältin für Medizinrecht, die sich auch von Anfang an für die Menschenrechte stark gemacht hat und mit Corona oder Kritik an den Corona-Maßnahmen nicht gespart hat. Wolfgang, möchtest du dazu was erzählen? Denn in ihrer Begründung, ihre Begründung stach aus allen anderen etwas heraus. Ja, absolut. Also da war halt... in einen Schachtelsatz war eingebaut, nahm sie Bezug auf die mittlerweile ja über die RKI-Protokolle bekannt gewordenen neuen, alten und neuen Umstände. Und es war so schön formuliert, dass einem da im Gerichtssaal so das Herz aufgehen konnte. Und der Richter ist ja wohl gehalten, diese Begründungen, diese Briefe vorzulesen. Da kam man nicht drum rum. Und das hat diese Rechtsanwältin wirklich toll gemacht, dass dort endlich mal über mehrere Sekunden Wahrheit gesprochen wurde. Ich war ja heute das erste Mal überhaupt im Gerichtssaal drin. Das war der 18. Verhandlungstag, wenn ich es richtig habe, ja. Und die anderen bestätigten mir aber, das sei überhaupt der erste gehaltvolle Satz gewesen, der hier gesprochen worden ist. Also vielen, vielen Dank an Frau Barner und Aufforderung an alle ähnlich engagierten Anwälte, ja, das zu nutzen, ja, weil das ist wirklich, wie soll ich sagen, jeder draußen kriegt es mit. Das ist ja, also für die meisten Menschen ist Corona ja schon lange vorbei, ja. Aber dass da jetzt die Umstände wirklich so waren, wie die Verschwörungstheorien
Theoretiker ja zu Recht gemutmaßt hatten. Ja, da ist ja kaum eine Verschwörungstheorie, die nicht sich bewahrheitet hat. Ne? Das kommt ja auch im Mainstream an. Und trotzdem wird diese Verhandlung, die versuchen sie wirklich so durchzuführen, als sei das wirklich, das ist das schlimme Verbrechen, wenn man da einen Attest ausstellt, ohne irgendeinem ganz bestimmten Prozedere nachzukommen. Absoluter, wie soll ich sagen? Wahnsinn. Surreal. Surreal, danke, danke, surreal. Ja, also mir fallen noch ähnliche Worte ein wie Wahnsinn, aber die meide ich lieber. Es ist wirklich surreal. Kein Mensch braucht doch eine Befreiung zum freien Atmen. Ja, ja? Und, da, und um so eine zu kriegen, wenn ich sie denn wirklich haben muss, ne, um irgendwelchen Leuten klarzumachen, also ich bin befreit. Ja? Ja? Und wenn sowas jemand sowas macht, das ist... Sagen wir es andersrum. Wer sowas nicht macht, das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Für mich gibt es in ganz Deutschland, außer Frau Bianca Witschel und noch zwei, drei anderen, keine Ärzte mehr, die diesen Berufsbezeichnung verdienen. Es sind keine Ärzte. Ja? Ich habe ja auch 3 Jahre keine medizinische Behandlung gehabt, weil die wurde mir verweigert, weil ich keine Maske trage. Ja. Und ich bin dafür auch dankbar. Ich brauche die nämlich nicht. Ne? Wenn ich Schmerzen habe, ich danke Jesus für die Schmerzen, das funktioniert. Und ich wünsche jedem ähnliche Erfahrungen, ja, dass er zurückfindet zu seinem Glauben. Ne? Also okay, das mögen jetzt manche sagen, denken, das ist ein Spinner oder so, aber schaut mich an, ich stehe hier, ne, mit unoperierten Knien ohne Rollstuhl. Also die Ärzte hatten mir was anderes prophezeit. Ja, manchmal ist es vielleicht gar nicht so dumm, sich nicht in die Hände der Pharmaindustrie zu begeben. Um das mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ansonsten verlief der Verhandlungstag wie befürchtet. Jegliche Anträge, die bisher gestellt wurden, wurden auf Beschluss des Gerichtes abgelehnt. Also ich meine vor allen Dingen die Anträge, hier entsprechende Sachgutachter und Zeugen zu laden, insbesondere der Antrag, hier auch die Landesärztekammern zu laden, zu einer Stellungnahme in Bezug auf die Kontraindikation, jetzt habe ich es, wurde wie befürchtet abgelehnt. Das macht aber nichts. Also ich meine, das ist natürlich nicht schön, aber das sind natürlich alles wichtige Eckpunkte, die uns dann in einer Revision helfen können, dass die Revision erfolgreich wird, wenn hier diese Anträge abgelehnt werden, mit teilweise eben fadenscheinigen Ausreden, dass es nichts zur Sache tun würde, dass es hier zu dem Fall nichts beitragen würde und so weiter und so fort. Das sind alles nur Gründe oder vorgeschobene Gründe, um sich hier aus der Verantwortung zu ziehen. Da wird hier eben geltendes Recht vorgeschoben, also vermeintlich geltendes Recht vorgeschoben, muss man ja sagen. Denn laut Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes in der Bundesnotbremse 1 hat ja das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, dass Gesetze, die auf Basis von Annahmen oder Prognosen getroffen wurden und erlassen wurden, die sich dann als falsch oder unbegründet herausstellen, dass diese Gesetze oder Verordnungen nichtig sind. Und damit sind auch viele dieser Gesetze auf Basis derer jetzt hier eben zum Beispiel Ärzte wie Dr. Bianca Witschel ja noch zur Rechenschaft gezogen werden sollen, null und nichtig. Ja, die Richter und die Justiz generell versteckt sich trotzdem hinter diesen, versucht hier die Verantwortung abzuwälzen, aber wie du so schön gesagt hattest, da waren sie nicht die Ersten, die das getan haben, sondern da gab es in der Geschichte auch schon andere. Du hattest was vor uns so schön gezeigt. Es gab auch in der Geschichte Deutschlands schon mehr Fälle, wo sich die Juristen, die Justiz, nicht nur die, sondern auch andere Helfeshelfer eben. Die Bahn, genau. Du meinst wahrscheinlich das, dass ja, ich mich auf die Bahn beziehe, die jetzt in unserer Zeit den Menschen wirklich mit Nötigung beigebracht hat, mit Masken auf dem Gesicht zu schlafen, ja. Und die halt vor wie viele Jahre ist es her? Ja. Das andere ist 83 Jahre her oder sowas, ne? Wo sie Menschen in Güterwaggons gepfercht haben und die Logistik abgewickelt haben, ja?
für die, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Also von daher, es ist, ich sag mal, man sieht hier dieses grausame Spiel, das hier abgezogen wird, das trotz offensichtlicher Ungerechtigkeit hier die Justiz bis zum Ende jeden Fall versucht zu fechten und die Ärzte, die Helfer, die Rechtsanwälte, die Richter ja teilweise sogar, die sich für die Menschenrechte, für die per Grundgesetz auch angeblich gültigen Grundrechte versuchen einzusetzen, hier eben noch zur Rechenschaft zieht. Und nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, wird sich das früher oder später herausstellen, dass das eben Unrecht war, was hier gesprochen wird. Möchtest du noch, weil es ja auch dein erster Verhandlungstag heute war, noch ein paar Eindrücke hier mitgeben? Mir wurde gerade eben erst klar, warum du mich gerade gefragt hast. Ja. Ich glaube, das bezog sich auf mein kurzes Gespräch mit dem Richter am Ende der Verhandlung heute. Auch darauf, ja, genau. Ja, weil der erklärte dann die Verhandlung, dass es jetzt beendet werde, weil keine Zeugen mehr da sind, die noch aufgerufen werden müssen. Und dann habe ich halt von hinten, hinter diesen Glasscheiben und so, dem Richter zugerufen, ob es denn erlaubt sei, als Zuhörer Fragen zu stellen. Ne? Und dann wollte er wissen, was ich da jetzt gerufen habe. Und dann habe ich es wiederholt. Ne? Und dann hat er gesagt, Sie dürfen schon, aber... Warte, ganz kurz, du hattest also gefragt, warum Bianca Witsche noch in Untersuchungshaft... Ich habe gefragt, darf ich Fragen stellen? Ach so, ja. Ja, und dann hat er gesagt, Sie dürfen schon, aber ich werde Ihnen nicht antworten. Ja, und dann habe ich halt gefragt laut, ne, warum sitzt diese Frau noch in Untersuchungshaft? Ja, und dann hat er doch diese Frage beantwortet, hat sich da aber eben auf, ja, weil die Vorschriften das vorschreiben. Ja, und das war eben das, wo du gerade da einhaken wolltest, glaube ich, ne, dass halt in Deutschland und eben nicht nur in Deutschland so eine Tradition ist, dass man sich hinter Vorschriften versteckt. Genau, ich habe ihm dann noch zugerufen, aber Sie haben doch ermessen, ja, mit der Untersuchungshaft, ja. Wir wissen ja, wie er kürzlich geurteilt hat, wie er sein Ermessen da ausgespielt hat. Und das hat er in Bezug auf die Haftprüfung und so weiter wahrscheinlich auch. Ich stecke da jetzt nicht so sehr drin. Hat er natürlich, ja. Aber ich habe ihm dann noch zugerufen, Gott segne Sie. Ja, ja? Das ist wichtig. Wir bleiben immer in der Liebe wir feinden da niemanden an. Und ich hoffe einfach, dass Gottes Liebe sein Herz erweichen wird, dass er wirklich die andere Seite da mal, dass er aus den Fängen des Teufels rauskommt. Dafür habe ich dieses Kreuz hier hingestellt. Ja? Ja, weil das wirkt. Gegen das Kreuz kann der Satan nichts tun. Und es ist so, ein weiser Mann hat einmal gesagt, der größte Erfolg des Teufels war, ja, die Menschen zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Ja? Ich glaube, dass es ihn gibt. Ne? Ich halte deswegen aber nicht die Menschen für die Teufel. Ne? Ja, wenn sie tun, was er will, ja, es ist immer ihre eigene Entscheidung, ja, und damit sie mal anders entscheiden können, dazu müssen sie Liebe spüren, ja, und deswegen habe ich ihm gesagt, Gott segne sie. Dem kann ich nichts beipflichten, ihr wisst es, auch wenn ich nicht gläubig und nicht christlich bin, stimmt die Grundaussage natürlich trotzdem, und deswegen, ja, genau, und mit diesen schönen Schlussworten möchte ich mich von diesem Verhandlungstag zusammen mit dem Wolfgang von euch verabschieden. Morgen, denkt dran, morgen ist gleich der nächste. Der 19. Verhandlungstag ist morgen am Dienstag. Es geht wieder um 9 Uhr früh hier auf dem Hammerweg 26 los. Vielleicht sind es ja genauso viele, ähnlich viele oder sogar noch mehr Zuschauer morgen. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Und am Donnerstag geht es dann in den dritten Verhandlungstag dieser Woche. Bis dahin, macht's gut. Achso, ein letztes Wort noch? Ja. So wie die Menschen in der Bahn, ja, auch in den Nachtzügen, ne, immer Maske tragen müssen. Ne. So werde ich dieses OLG, ja, auch über Nacht hier, ne, mit diesem Kreuz beglücken. Beglücken oder beschützen. Beglücken, ja. Es soll ein Ort des Rechts sein, ne, und nicht des Unrechts. Ja. Das Unrecht hat daraus zu verschwinden, und morgen früh wird der Wagen
immer noch dort stehen. Das wird das Wunder vom Hammerweg sein. Ja. Ich werde mit dem Fahrrad weiter und das Ding bleibt hier stehen. Ja. Mal schauen, ob sie es wagen, das Ding abzuschleppen oder so. Ich glaube nicht. Dürfen sie eigentlich nicht. Du hast ja hier wirklich einen guten Spot ausgesucht. Du stehst weder im Haltestellenbereich noch im Park- und Halteverbot, noch stehst du ja sonst wie auf einer verbotenen Fläche. Von daher, das wird also heute, diese Woche hier das Mahnzeichen. Und hier winken uns auch LKW-Fahrer zu, die vorbeikommen. Das wird heute hier diese Woche hier das Mahnzeichen also für Dr. Bianca Witschel sein. Und nicht nur dafür, sondern generell, glaube ich, für die Liebe und für das Recht und für die Gerechtigkeit. Damit verabschieden wir uns. Ja, machen wir. Vielen Dank, bis morgen.